Entering Corporate Hell. Oder auch einfach nur Three Life, naja. Okay, jetzt haben wir wieder 288 Gegner und nur 4 Secrets tatsächlich. Sieht natürlich nach wenig Secrets aus, große Map, aber trotzdem anscheinend. Ich sehe hier gerade viele Gebäude, sehr groß und üppig. Ich bin gespannt. Bisher haben tatsächlich ja vor allem die Maps mit vielen Gegnern eher überzeugt als enttäuscht. Ich meine gut, Memento Mori 2 hatte, glaube ich, durch die Bank weg einfach immer viele Gegner, aber trotzdem. Trotzdem. Ich bin erstmal gespannt. So. Werden wir mal den ersten Ansturm hier ein bisschen... Ups. Erstmal hier ein bisschen abwehren. Wow, der wollte aber auch nicht verrecken, ey. Das ist alles in Ordnung. Zack. Okay. Es sieht auf jeden Fall nach einer, nennen wir es mal, City Map aus. Nach einer City Map. Dann bin ich mal echt gespannt. Die können ja Hit or Miss sein quasi. Ich mag so Maps aber vom Stil her. Ich weiß aber, dass die auch teils etwas unbeliebter sind. Warum auch immer, ich weiß es nicht. Wie gesagt, ich bin halt mehr so der, ich mag den Exploration-Teil von Doom. Ich glaube, sehr viele Leute vergessen den, vor allem heutzutage, was für ein großer Teil eigentlich das Erkunden von so Maps eigentlich auch war. So eine Map ist ja eigentlich immer auch eine kleine Reise, so. Aber praktischerweise heruntergebrochen auf so eine halbe Stunde, je nachdem wie groß die Map ist, ne? Bei den anderen, also bei kleineren Maps sind es natürlich meistens ja so 10 Minuten, aber man weiß ja, was ich meine, so. Das ist auch dieser, das ist auch was diesen Suchtfaktor ausmacht, so man... Man ist gerade so mit einem Level fertig quasi, denkt sich dann so, boah, ey, das war jetzt echt heftig oder so gegen Ende hin, denkt man sich dann meistens gerne so was wie, ja, endlich fertig, jetzt war jetzt echt üppig oder sowas und dann fängt die neue Map an. Man hat einfach wieder so viel auf einmal vor sich so quasi, so viel Neues. Und dann geht der ganze Spaß von vorne los und man kann... Also wenn man da nicht aufpasst, kann man sich halt wirklich richtig hart verlieren in der Zeit. Weil diese ganzen Sachen sind halt einfach... Ah cool, die gelbe schon. Das Ding ist... Die Art und Weise, wie dieses Spiel aufgebaut ist und wie diese Art von Spiel aufgebaut ist... So generell, so Retro-Shooter, das gibt einem alles immer so häppchenweise, sag ich mal. Das ist halt wirklich. Das halt wirklich einen heftigen Suchtfaktor haben kann. Da kann man sich wirklich drin verlieren in sowas, aber es gibt schon Gründe, warum ich dieses Spiel immer noch spiele nach, keine Ahnung wie vielen Jahren. Weiß gar nicht, wann ich das erste Mal gespielt habe. Später als wahrscheinlich die meisten vermuten würden, I guess. Also ich habe Doom das erste Mal durchgespielt nach Doom 3 auf jeden Fall. Doom 3 war mein erstes Doom-Spiel, was ich wirklich durchgespielt habe. Ich hatte es schon so angedaddelt, ne, so typisch, wie man es halt so kennt. So von wegen, bei den Eltern halt so gesehen quasi. Und dann halt so lange gemeckert, bis man mich auch mal ein bisschen spielen hat lassen.
Gemeinerweise hat man mich einfach in eine Map gesetzt, wo die Gegner schon tot waren, also einfach einen Speicherstand geladen und mich dann da einfach hingesetzt. Hat gedacht, ich werde schon nicht rausfinden, aber naja, ein bisschen hat man sich da verschätzt. Naja. Aber richtig durchgespielt habe ich Doom erst nach Doom 3. Und schön, wie sie es gehört, auf einem DOS-Rechner natürlich. Tja. So, auch wenn ich nicht unbedingt dabei war, als es aktuell war, ich habe die Oldschool-Erfahrung trotzdem mitgemacht. Okay, das ist weird. Wieso fährt es wieder komplett hoch? Gibt's das hier auch? Maybe. Naja. Na, ich lasse es mal unten, noch muss ich die Shotgun-Muni hier nicht holen. So, jetzt mal schauen. Ich war jetzt da drin. Oh, warte mal, was ist denn das da hinten? Das habe ich mir noch nicht angeschaut. Diesen großen Turm der Vernichtung oder so. Sieht aber auch aus, als wäre das etwas für eine andere Zeit. Na gut, dann würde ich mal sagen, gehen wir mal da rein, was unser nächstes Anlaufziel ist. Ich war gerade echt am Überlegen, was mache ich denn jetzt? Ich habe kurz gebraucht, irgendwie. Haben nämlich gerade überrumpelt ein bisschen. Okay, aber hier ist auch erstmal nix. Okay. Gewagt, weil jetzt habe ich gerade erstmal keine Ahnung. Hier hinter ist nix. Sieht halt alles noch sehr interessant aus, was hier kommen könnte. Also wir haben die gelbe Karte bekommen. Aber ich habe noch keine Ahnung, wie hier irgendwie gelbe Tür mäßig was zu finden ist. Ich kann mir die Räume mal nochmal genauer anschauen. Aber... ich glaube, da ist nichts weiter. Ich gucke hier nochmal kurz rein. Hier habe ich mich, glaube ich, nicht gut genug umgesehen. Die Karkus hatten mich... hier oben war ich noch gar nicht. Die Karkus haben mich ein bisschen verwirrt gehabt, genau. So, irgendwas, ja, zum Thema Karkus. Also das hier hat jetzt irgendwas gemacht. Das werden wir jetzt wohl rausfinden müssen. Was genau? Wahrscheinlich in diesem Turm. Yeah. Okay, dann haben wir hier jetzt den Teleporter, der uns ins andere Gebiet bringt. Ja, es war so klar, dass ich direkt attackiert werden würde. Ja, der muss sterben. Jetzt hier einfach ein paar kleine Drive-Bys. Oh je. Ich glaube, wenn nämlich diese Raketenmasse jetzt erwischen würde, wäre ich sowas von tot, aber irgendwie hätte ich ja Lust, das rauszufinden. Aber egal, komm, lassen wir die erstmal platzen. So, da oben ist ein Imp in seiner Schützenposition. Oh wow. Ja gut, das ist eine große Map. Das ist eine große Map, kommt mir auch zurück, ja. Falls ich also ein Secret vergessen haben sollte. Na gut. Euch mache ich platt mit der Kettensäge. Let's go. Wenn man die schon hat, dann muss man sie auch hin und wieder verwenden. Okay, irgendwo sind Chain Gunner. Wahrscheinlich da oben drin.
Sehr gut. So. Ich hoffe mal, das hat den zumindest auch noch ganz gut erwischt, aber ich glaube, na, geht sogar. Der andere hat den, glaube ich, ganz gut verteidigt als dämonischer Schutzschild. Ich wollte fast schon menschlicher Schutzschild sagen, aber dann ist mir aufgefallen, dass das nicht akkurat wäre. So, hier mal wieder direkt einen sehr großen Lift. Wenigstens ist er schnell. Lol. Okay. Kleines Labyrinth hier. Oh, schön. Da haben wir ihn doch, den Revenant, der da so... ja, da wartet. Revenants sind schon witzige Zeitgenossen irgendwie. Oh, wo kam der denn jetzt hinter mir her? I don't know. Okay. Okay, das ist jetzt gefährlich, aber nicht unmöglich. Einfach sich so bewegen, dass sie... dass man sie halt eben gut ausmanövriert, ja, ja. So. Das hier ist gut. Hier kommen wir jetzt auch wieder raus. Bam. Oh je. Nimm das. Wenn er sich auf eine Prügelei einlassen will, wenn ich gerade ein frisches Berserk-Pack habe. Fine by me, ey. Da zieht er den kürzeren. Okay. Ich sehe auf jeden Fall den Pfeil auf dem Boden. Ist aber kein Secret. Na gut. Alles gut. Das hat okay funktioniert. Es war wichtig, dass ich hier so einen kleinen Dance gemacht habe. Damit habe ich halt auch dafür gesorgt, dass er... irgendwas bewegt sich da doch noch. Aber man sorgt halt damit auch dafür, dass der einfach nicht so eine überraschende Rakete schießt, also... immer mal so ein bisschen an den Rand drücken ist schon wichtig. So. Oh. Oh no. Ah. Zum Glück. Wir haben auch einen getelefragt, was sehr witzig ist. So. Vor allem hat mir das wahrscheinlich auch eine Menge Damage erspart. Der Telefrag. Jetzt müssen wir kurz gucken, was haben wir denn? Oh lol. Ach komm. Mhm. Okay, okay. Okay. Wir begeben uns mal hier hin. Nice. Ah ja, na also. Wisst ihr was? Darauf habe ich jetzt richtig Bock.
Ja, na also. Ich nehme mal schwer, und damit kommen wir jetzt hier wieder zurück. Aber ich sehe schon langsam, oder ich erkenne schon langsam so ein bisschen so ein kleines Muster. Oh lol. Oh, wir kommen jetzt sogar noch ein bisschen höher. Aha. Interessant. Dann würde ich mich tatsächlich mal ganz kurz nach ganz oben begeben, um zu schauen, was hier so ist. Okay. Aha. Na dann. Wo kommen wir denn hier raus? Fies, auf jeden Fall. Wir werden hier jetzt ein bisschen ungerecht behandelt, dass wir hier direkt weggeballert werden, fast. So, da kommt man wieder in so einen komischen, großen Tower der Vernichtung. Ja, ja, okay, okay, ich merke schon, ich bin unerwünscht. Ja, ich glaube, ich renne da besser mal einfach schnell rein. Aber es ist ein Secret auch. Ein etwas gemeines Secret dank der ganzen Chain Gunner, aber die Belohnung am Ende kann sich doch sehen lassen. Mit so einer Rüstung und jetzt wieder mit fast 100 HP fühle ich mich gar nicht mal so unwohl. Da fühle ich mich doch gar nicht so unwohl und wir haben auch schon dann die Hälfte der Secrets. Wir haben auch schon ganz schön viele Gegner gekillt, das kommt mir noch gar nicht so vor. So. Was jetzt natürlich ein bisschen nervig ist, I guess, ist halt, dass wir, jetzt, okay, wir werden noch höher müssen irgendwann. Wir müssen noch höher müssen, so, das heißt, wir müssen uns jetzt auch auf jeden Fall für eine Seite entscheiden, während wir runterfahren. Das heißt, ich gehe jetzt mal da lang. Nicht sehr cool. Nice. So, der hat keine Chance. Sehr gut. Mhm. Da oben kriege ich auch locker mit der Shotty hier weg. Denk mal, mit der Chain Gun wahrscheinlich sogar noch ein Ticken besser. Nice, hier liegt schon mal Muni wieder. Okay, hier haben wir einen Pfeil. Der hat jetzt irgendwas. Irgendwas hat der aktiviert. Oh. Maybe das. Ich weiß nicht, ob der jetzt dafür gesorgt hat, dass das hier runterfährt. Kann schon sein. Ja. I see, wir haben auf jeden Fall neue Gegner, ja, ja. Oh. Wir haben aber auch eine gute Position zum Kämpfen gehabt. So, war das hier jetzt schon alles, ist die Frage. Ich will noch mal nach oben. Ich möchte noch mal nach oben und mir das noch mal anschauen. Wir haben auf jeden Fall einen Schalter aktiviert, der permanent ist. Das ist gut. Wir haben hier noch was. Okay, wir haben auch hier... Ja gut, das, da kommen wir nur hin. Also es kann natürlich jetzt sehr gut sein, dass wir... dass wir einfach nur den Lift noch höher... Ja, ich glaube, der ist noch mal höher geworden. Dann schauen wir doch einfach, was wir uns jetzt als nächstes anschauen können.
Der Imp wartet geduldig. So, das hier kennen wir noch nicht. Okay. Es ist fast schon ein bisschen zu ruhig. Na gut. So, na also. Mal gucken, kriegen wir hier vielleicht ein paar gute Splash-Damage-Situationen. Wir haben viele Rockets. Ah, der ist nicht gestorben, leider. Waren aber, glaube ich... Waren, glaube ich, alle. So, wir haben hier noch einen Teleporter. Sehr gut, sehr gut. Da können wir hier hoch... Oh, das ist ja nett. Okay, dann wundert mich aber ein bisschen, warum das ein Secret ist. Also außer die blaue Karte ist nur optional. Okay, das bringt nichts. So. Dann haben wir jetzt eigentlich nur das hier noch. Da ist jetzt natürlich ein bisschen gemein, dass wir da jetzt reinspringen mussten auf die Art und Weise. Wäre vielleicht gar nicht so blöd gewesen, hier erstmal alles zu clearen, aber ich konnte auch nicht damit rechnen, dass der Aufzug sich so drastisch ändern würde mit der Höhe und allem. So. Ach komm. Also, ein kleines Kistenlabyrinthchen, das ist doch nett. Mhm. Jetzt bin ich auf Augenhöhe, ihr kleinen Hell Knights. Au. Das ist jetzt nicht so cool. Okay, damit kommen wir nun wieder hier hoch. Aber das ist okay, dann kümmern wir uns kurz erstmal um den Kollegen hier. Und dann können wir hier ganz hoch. Nice. Zack, zack. Na gut, ich nehme mal schwer an, dass das jetzt den Aufzug noch mal höher fahren ließ. Sieht sehr danach aus, er braucht jetzt schon eine ganze Weile. Dann hoffe ich mal, dass ich da auch das letzte Secret bekomme. Also gut, Secrets waren es ja eigentlich bisher keine. Die hat mir ja eigentlich schon... einfach bekommen. Okay. Na also. Zack, 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 zack und zack. Okay, wir haben jetzt die Karten. Aber wo muss ich hin? Ach, warte mal, wir haben da ja... Nee, Quatsch, hinter der gelben, das war der Eingang hier. Das ist jetzt echt eine gute Frage. Ich muss zugeben, ich habe noch keine Ahnung. Das hier sieht übrigens auch ein bisschen... verdächtig aus. Keine Ahnung, irgendwie die Lichter. Irgendwie habe ich so das Gefühl, dass man hier noch einen... Ah, nee, es sieht eigentlich tatsächlich nach einem festen Sektor aus. Hm,
Na gut, dann werde ich mal suchen, I guess. Hatte ich hier noch irgendwas vergessen? Oder muss ich noch mal in den Anfangsbereich? Würde mich aber auch ein bisschen wundern, wenn ich ehrlich sein soll. Nee, glaube nicht. Hä? Okay, das wundert mich jetzt tatsächlich ein bisschen. Das ist sehr verwunderlich. Weil jetzt habe ich gerade gar keinen Plan, wo ich hin muss. Absolut gar keinen Plan. Ganz oben hat man die letzte Karte bekommen. Aber wo muss man die jetzt einsetzen? Hä? Habe ich irgendeinen Bereich noch gar nicht angeguckt? Was war denn das hier nochmal? Das hier genau vor mir. Muss ich. Ach, da geht's nochmal höher. Ich muss das nochmal höher fahren lassen durch irgendwas. Mal schauen, ob hier an dem Pfosten vielleicht noch was. Nee. Irgendwo habe ich einen Schalter vergessen zu drücken. Oh je, oh je. Jetzt kann ich natürlich nur mutmaßen, wo das sein könnte. Es ist auf jeden Fall an den irgendwann bei den ersten paar Dingern. Ich gehe mal hierhin zuerst. Und ich glaube, hier war ich auch zuerst. Das kann natürlich sein, dass ich da noch nicht. Dass ich da noch nicht wusste, was bei diesem Level gefragt wird von mir. Die Sachen sind aktiviert. Gucke ich hier. Oder war ich hier zuerst? Ich weiß gerade echt nicht mehr, wo ich zuerst und zuletzt gewesen bin. Ne? Also das. Ah, hier, guck mal. Was haben wir denn hier? Oh. Das ist Pseudoperma. Wahrscheinlich habe ich damit auch noch das letzte Secret irgendwo. Oder hat es nur die Tür geöffnet? Weiß jetzt auch nicht mehr. Aber ich nehme mal schwer an, dass wir jetzt damit zum Exit dann kommen. Ja, na also, man erwartet mich bereits, wie ich sehe. Naja. Au, ich dachte, es wäre keine Verfolgungsrakete gemein. So. Nice. Also. Wir haben aber tatsächlich noch doch noch ein bisschen was vor uns, oder? Jetzt will ich ganz kurz, ohne mal runterzufallen, bitte das hier mitnehmen. Okay. Und schauen wir mal. Ach du Scheiße. Wie mache ich das jetzt am besten? Na, so schon mal nicht. Das hat gut funktioniert. Das hat gut funktioniert.
Okay, man kommt dann. Ja, das haben die auf Impassable gesetzt. Zurück käme man aber auch noch. Oh je. Ja, das ist jetzt halt ein bisschen schwierig. Nice. Sehr gut. Und hier brauchen wir dann die... Hier brauchen wir dann die Karten. Oh Leute, man kommt jetzt sogar durch schon. Das heißt, man bräuchte nicht alle Karten. So, jetzt mal ganz kurz. Ja, maybe. Das ist halt nervig. Sehr nervig gemacht hier. Nice. Ja, da war ich eingesperrt. Mein nichts mehr. Warte mal, ich hab ne Idee. Ganz einfach. So. Dann machen wir den auch weg. Und ich sehe auch schon was sehr Nettes. Wir kriegen hier tatsächlich komplettes Full Life hier. Ohne Computer Area Map. Ah, ich sehe, glaube schon, wo das Secret ist. Ich glaube, das gucke ich mir direkt an. Wenn wir schon dabei sind. Oh, da oben ist noch eine Potion. Die nehme ich mit für den Item Count. Let's go. So. Wir müssen nochmal hier hin. Wie soll man denn da reinkommen, ist jetzt eher die Frage. Keine Ahnung. Aber wisst ihr was, ich breche ab, such das Secret, man sieht sich dann gleich. Okidoki, das Secret. Zack, das hier nochmal aktivieren und in den anderen Teleporter gehen. Und dann kriegen wir hier noch die Sachen. Yeah, so. Dann können wir jetzt auf diesen Aufzug nochmal warten. Aber dann können wir jetzt rausgehen. Und... Yeah. Na gut. Und zack. Bam. Es war auch auf jeden Fall eine sehr, sehr große Map. Hat mir aber auf jeden Fall wieder deutlich besser gefallen als die letzte. Also hier hatte man zumindest auf jeden Fall eine Art Idee, was man machen muss. Das Design war jetzt natürlich sehr offen und sehr groß, bisschen trist, aber das finde ich unbedingt jetzt, also nicht unbedingt schlimm. Solange das Gameplay gut ist, ist das okay. So, also insgesamt hat mir die Map gut gefallen. Jetzt kein absolutes Riesen-Highlight oder so, wie jetzt ein paar der anderen kürzlich gespielten. Aber trotzdem gut. Hat auf jeden Fall wieder Spaß gemacht. So. Aber gut, dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Ciao.